So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator IT Support Beta. Und das ist sehr, sehr wahrscheinlich der letzte Part hier von der IT Support Beta. Ja, lang geht die Beta hier nicht mehr. Und genau deswegen wird das hier sehr wahrscheinlich der letzte Part sein. Aber hey, ich denke, wir haben schon eine Menge Zeug gesehen. Level 5 ist jetzt nicht super krass, aber wir haben schon ein bisschen was geschafft. Level 6 könnten wir vielleicht sogar heute noch erreichen, je nachdem. Aber jetzt lesen wir erstmal diese Mail von Onkel Tim. Hey, remember that new business venture I mentioned? It's very close to being ready. I'm just waiting to hear back from one of my newest suppliers. I think they ran into a bit of a legal trouble. In the meantime, I came across some half-finished PCs in one of my storage units, so I'm sending them over to you for free. You're welcome. Yes, it might look like I'm just trying to get rid of some junk, and storage space isn't as cheap as it used to be, but with a bit of TLC, you could sell them on and make a tidy bit of cash. Okay, should be easy for an expert like you, no? Think about it, Uncle Tim. Naja, ich weiß ja nicht. Vielleicht, ganz vielleicht. So, was haben wir hier? Chips Hawkman. I need an upgraded power supply for my new project and was told you can help. I found EVGA parts to be particularly reliable in the past, if you have any. No doubt you've heard this scuttlebutt. And I can confirm that yes, I have made a breakthrough in artificial neural networks that will no doubt revolutionize both the company and the world. A bold claim perhaps, but a justified one. My deep learning research has led to a marketing algorithm so advanced it can convince anyone to buy anything. Or at least that is the theory. I haven't actually been able to test the algorithm yet because the computer I've been given struggles under anything but the lightest load. I trust you can help. So, wir sollen das Netzteil upgraden. 250 Watt nur. Das ist ein echt crap PC. Aber hey, das kriegen wir hin. You can now sell PCs to rigs. Put any PC you want to sell on the shelves in the storage room next to the kitchen. Ich vermute, sie meint das hier. Okay, also wir können anscheinend auch PCs bauen und die verkaufen. Nein, das ist nicht der PC, den ich meinte. Hier, Upgrade PC. Okay, ich würde da wahrscheinlich so ein 450 Watt EVGA Netzteil reintun. Wo haben wir es? 450. Genau, das EVGA B3. So, was haben wir sonst noch so? Ja. Hausato. My hard drive is broken. Maybe you can try giving me at least a terabyte this time. I was trying to open a PDF when it broke, but apparently I need special software for that. A document or something. Stupid piece of junk. I was just trying to read this stupid technical spec. Doc, but it was so slow to open. Gave it a rack to speed it up and then the whole thing broke. Cheap trash. Glaubt, da sollte jemand gefeuert werden, meiner Meinung nach. Aber naja. Okay, du hast eine 500 GB HDD, jetzt kriegst du eine 1 TB HDD. Okay, Sekunde, wir haben noch im Inventar das alte kaputte Teil. Weg damit, $1 kriegen wir, yay. Was kriegen wir hier für das Netzteil? Wahrscheinlich gar nichts. Ah, ist das also ein Netzteil, wo man nur hinten rankommt? Nee, von da? Ach so, ja, stimmt, das sind die Quiet Case, ne? Ja. Gut, hätte ich vielleicht erst checken sollen. Und 7 Dollar, wow.
Obwohl, nee, das noch, es geht noch. Es ist nur halt Kacke. Behalten wir es erstmal noch. Vielleicht können wir es später noch irgendwo verwenden. Was haben wir hier? Wait, everyone from my band is at Irritech now. Sure, we all like busy with work and stuff, but let's get the band back together, my dude. I'll email the others, see if they're down to clown. I'll let you know if, like, I need anything or whatever. Okay. Oh, was haben wir hier? Müssen wir wieder jemanden besuchen gehen, um zu helfen? Please, you've gotta help me. There's a computer in the corporate therapist's office. I have to remote into it so I can look for a very important file, but the connection keeps failing. Can you head over there and run a network check, please? I'm sure 99%... I'm 99% sure the file is scattered across the entire hard drive as well, so I'll probably need Byteback installed to put it back together and a document reader to open it afterwards. It would be a big help if you could do that for me. Seriously, you have no idea. I know this probably sounds super illegal, so let me explain. I'm just an intern here, applied cryptology, and my contract is nearly up. I don't want to leave, but if I can show the true value of my creative thinking skills, Irritech might offer me a permanent position. So I did what anyone would do in my situation. I withdrew a cool mill from the company accounts, hid it somewhere in the building, and devised a multi-layer brain teaser that leads to the cash. Sounds amazing, right? Except I forgot the solution. I've been awake for 3 straight days trying to figure out the answer to my own dang puzzle. But this is the final clue. So if you can just help me get this file, everything will be fine. And then I can go to sleep. Yay. Help me. Okay, da ist jemand sehr desperate. Gehen wir da mal hin, wenn wir wirklich nur Zeug installieren müssen. Das kriegen wir schnell gelöst. Sekunde. Ah, das Case. Also, du sagtest, du brauchst B-Linked. Dann Byteback. Und den guten alten Document Reader. Kümmern wir uns doch mal gerne drum. Das ist ja schnell gemacht. So, das lassen wir gerade mal gleichzeitig laufen. So, Internet Connection haben wir hinbekommen. PC ist auch optimiert soweit. Gut, dann können wir gehen. Return to Workshop. Ja, ne, das war alles. Document Reader, Writeback, ja. Collect. Oh, thank God you did it. Really hope I can find that file now. I'm so tired. Okay. So, was haben wir hier? Brandon@rigsrigs.com. Let me make you a deal. Watcher, I'm Brandon Rigg, owner and operator of RigsRigs, the finest computer hardware reseller in the immediate area. I've worked with Irritech for years and I hope you'll continue our partnership. Put simply, you've got computers you don't need and my customers want to buy them. Just put any computers you want to sell in the cupboard by the kitchen. I'll pop over every Thursday evening after work, don't worry, I'll let myself in. Das ist, And take a gander. If anything catches my eye, I'll make you an offer the next day. Simples,
And of course you get the Riggs guarantee. I never underpay or overcharge. All my valuations are based on quality of hardware and benchmark performance and backed up by 10 plus years of experience in the biz. So when I make an offer, you can be sure it's the best deal you'll get. Take it or leave it, you won't find any better price. But no pressure, have a look around, see if you got any PCs you might want to sell off. I'll swing by on Thursday evening and have a look. Oh yes, this will be a great earner for both of us, just you wait. Riggs is on the case. Okay. Ja gut, ne? Was haben wir hier? Das war die Person, deren Harddrive kaputt ist. Was haben wir da? Huch. Jemand, der hat uns wieder was geschenkt. So, good news and bad news. Bad news, my boss came in to check on me before the presentation and saw my kid doing all the work. Good news, he's not angry. I mean, he wasn't exactly happy, but he didn't fire me. That's a win, right? I explained what happened and he said he had no idea I was so stressed out. I guess I should have just told him. He's extending the project by 3 months and he made me a promise to take some vacation so I could spend time with my daughter. Not bad, huh? It was a rough time, but it was good to have you on my side. I actually got you a little gift to say thanks for all your help. Yes, you made quite the impression on my daughter. She told me when she grows up she wants to be an IT technician. Hoffentlich macht sie dann aber nicht die PCs kaputt. Boundaries. Das ist ein Bild. But what are we without walls? True freedom is a blissful prison and our tortured souls are our keepers. Keine Ahnung, wo wir das hinhängen. Ja, ne, kann man machen. So, was haben wir hier sonst so? Nichts. Gut, das ist eigentlich ein bisschen cheap, um dafür Same-Day-Delivery zu zahlen, aber ist mir egal. So, hier dann EVGA-Netzteil. Und hier deine neue HDD. Ach, da müssen wir natürlich nochmal ein neues Betriebssystem installieren, ne? Lol, das ist so chaotisch, dieses Hintergrundbild hier. Okay, ich schaue noch mal kurz durch. Okay, du brauchst noch Document. So, die andere Person braucht aber sonst nichts, ne? Upgrade Power Supply. Ja, okay. Das heißt, das hier kann weg eigentlich. Die Person wollte nur ein neues Netzteil. So, much appreciated, my friend. Sehr schön. Und das hier sollte eigentlich soweit auch gehen. Thanks for helping test our upcoming IT expansion before release. It would be a huge help if you could complete our short survey. It will take around 5 minutes. We really value your feedback. Huch, nein. Nein, wir werden weiterspielen erstmal. Das machen wir. Das mache ich nach dem Part. Aber okay. So. Haben wir jetzt hier eigentlich noch neue Programme, die wir brauchen? Ja, klar, den Peripheral Shop. Könnten wir vielleicht gebrauchen. Ich weiß zwar nicht, ob wir ihn wirklich brauchen, aber ich installiere ihn einfach mal. Sonst noch was?
Nicht wirklich eigentlich, oder? Egal, installieren wir das nochmal kurz. So. Und wo können wir die hinstellen? Ah, hier. Spare-PCs. Schön. Wollen wir doch mal sehen, was diese PCs so können. Beziehungsweise was da so fehlt. No boot device. Und hier haben wir keine Grafikkarte. Okay. Das kriegen wir doch eigentlich hin. Und hier haben wir auch keinen RAM. Aber RAM ist kein Problem. RAM ist kein Problem für uns. So, du kriegst auch gerade mal noch einen neuen Kühler, weil ein 8600K, dem schnüren wir den Hals zu mit einem Stockkühler. Da ist auch ein 8700 drin, aber den können wir ja nicht übertakten. Da wäre es eigentlich auch klüger, was anderes drin zu haben als ein Stockkühler, aber das kann ich da noch halbwegs verantworten. So. Bei dem anderen PC installieren wir irgendeine SSD, was weiß ich, 250 GB oder sowas. Ja, genau, die ist günstig. Da kaufen wir vielleicht auch gerade nochmal eine zweite davon. GPUs, da ist ein 8600K drin, können wir, was weiß ich, in RTX. Gibt es eigentlich 3060? Ja, ja, stimmt. 3060 Ti, die hätten wir. Die wäre vielleicht aber ein bisschen teuer. Ah. 6700 gibt es nicht, ne? 6800 wäre das günstigste. Ich meine, wir könnten eine 3060 Ti da rein tun. Ich hoffe, wir kriegen überhaupt noch genug Geld dafür. Ja, wollen wir es einfach mal hoffen. Sonst fehlt uns ja nichts, ne? Schau noch mal, was haben wir hier für ein Netzteil? 300 Watt nur. Hier haben wir auch nur 400 Watt. Das geht so nicht. Netzteile 650 Watt. Das geht so nicht. Wir brauchen hier schon ein bisschen mehr. Für beide PCs. So. Oh, das wollte ich nicht. Okay, dann brauchen wir hier natürlich noch die SSD. Sekunde. Die muss hier hin. Da 3070 wieder rein. Und dann können wir da wieder booten. Und natürlich hier. Okay. Ich muss nochmal neu starten, damit er dann bootet. Beziehungsweise ne, neu installiert. Ja, Sekunde, wir installieren die andersrum. Hier. Ich will sehr für den hoffen, dass er mir auch das Geld gibt, was wir verdienen für so einen PC. Weil nicht, dass er jetzt sagt, oh ja, das Teil ist nur, was weiß ich, die 1500 Euro wert. Das ist eigentlich ein bisschen wenig, finde ich. Immerhin haben wir ja schon eine 1000 plus theoretisch einen guten Teil Lieferkosten für die Grafikkarte alleine gezahlt. Und auch wenn wir den PC erstmal mehr oder weniger gratis bekommen haben, wäre es schon cool, ein bisschen mehr dafür zu bekommen. Wir haben ja immerhin auch noch unseren RAM da zur Verfügung gestellt und den CPU-Kühler und das Netzteil. Ich weiß übrigens nicht, weil er gesagt hat, ne, Benchmarks und so weiter und so fort, ob er davon ausgeht, dass wir den Benchmark machen müssen, aber wir übertakten vielleicht tatsächlich an der Stelle dann einfach mal ein bisschen. Und schauen dann einfach mal.
3D-Mark. Und Lightning. Und hier können wir auch theoretisch zumindest ein bisschen Beleuchtung und GPU-Tuner. Ach, OCCT habe ich da drüben vergessen. Das ist natürlich jetzt unklug. So, das hier sieht schon besser aus. So, hier nochmal OCCT. Lassen wir gerade mal einen Endlos-Test laufen und übertakten dann so ein bisschen die Grafikkarte und danach die CPU. So, 91 Grad, viel weiter will ich da nicht gehen. Erstmal ist die CPU als nächstes dran, würde ich sagen. Und den RAM können wir auch noch mal ein bisschen höher takten. So, normal wäre... Huch. Oh nein, sag mir nicht, dass wir nur ein... Nee, wir haben doch ein Z300-Board drin. Z390. Aber das ist 3000 MHz RAM. Wieso läuft der denn... Hat das keinen... Okay, das hat keinen 3000er. Probieren wir mal 3600. So. Okay, wir haben hier gar keine Beleuchtung. Dann machen wir hier ein bisschen Arbeit mit GPU-Tuner. Und hier lassen wir den PC auch noch mal kurz laufen. Ah, wir haben da noch ein bisschen Spielraum. '86, '94. Okay, das war zu viel. Schade. So. Gehen wir hier mal ein bisschen mit dem Takt runter. Okay, das hier ist der RAM, der dann ein Problem gemacht hat. Stabil halten wir die 3600 nicht, aber 3200 sind, denke ich, drin. Das hier läuft, genau. Damit bin ich zufrieden soweit. Dann können wir den hier zumindest schon mal wegtun. Obwohl, nee, Sekunde, wir sollten vielleicht doch noch einen 3D-Mark drüber laufen lassen. Das wäre schon, glaube ich, ganz klug. So. Klar, die CPU, ne, ist ein Problem. Oh, stimmt, wir könnten noch gucken, ob wir hier auch noch ein bisschen was mit dem RAM machen können. Ob mehr als das ist schon drin. 2133 ist der standardmäßig. Vielleicht schaffen wir 2666. Ich glaube es zwar nicht, aber ein Versuch ist es wert. Wir können sogar hier noch ein bisschen weitergehen bei der CPU, wie ich sehe. Interessant. Hätte ich nicht mitgerechnet. Aber wenn es natürlich geht, dann machen wir das. Er hat gesagt, er kommt immer donnerstags abends vorbei. Und wir haben jetzt einen Freitag. Das heißt, das wäre erst da wieder. Das werden wir nicht mehr mitbekommen. Schade. Aber trotzdem cool zu wissen. Und ein interessantes Feature, was sie dann eingebaut haben. Für dieses DLC. Ich freue mich tatsächlich auch schon sehr darauf, dass dieses DLC rauskommt. Es bietet eine Menge neuen Content.
und eine Menge Innovation gegenüber allem, was wir sonst hatten. Da habe ich jetzt gar nicht so sehr damit gerechnet, um ehrlich zu sein. Aber es ist eine schöne kleine Überraschung der Entwickler. Natürlich schade, dass jetzt diese Beta zumindest meiner Meinung nach ein bisschen kurz geht, aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich so viel zu tun hatte währenddessen. Und warum kann ich nicht ins BIOS? Jetzt kann ich ins BIOS. Probier mal 4,8. Ich glaube zwar nicht, dass wir die 4,8 halten können, aber ein Versuch ist es wert. Huch. Hier hatten wir noch nicht 3D-Mark gestartet. Ah, okay. Was, wir haben da immer noch Probleme? Willst du mir sagen, dass ich den RAM gar nicht über Takte kriege? Gar nicht? Das kann nicht sein. Okay, diesmal wird er definitiv nicht laufen. Bin ich mir ziemlich sicher. Also der hier, weil 57 Grad ist normalerweise zu warm. Doch. Doch, er läuft sogar noch. Und zwar, wenn auch sehr knapp, er läuft. Wir können noch ein bisschen probieren, weiter zu übertakten. Okay, das schafft er dann wiederum nicht. Aber das ist dann die Grafikkarte, die das Problem macht. So, dann gehen wir hier nochmal ein bisschen runter. Und lassen auch hier 3D-Mark laufen. Hey, 21 FPS ist sogar sehr, sehr gut, finde ich, für ein 8600K. Mann, wir haben ihn ein gutes Stück übertaktet bekommen. I'm impressed. Aber hier sieht man natürlich die 3070, 91 FPS macht dann unglaublich guten Job. Bin gespannt, was hier die 3060 Ti hinbekommt. 78 kriegen wir da schon hin. Bin ich auch ein bisschen impressed von. So, warten wir das auf jeden Fall jetzt mal ab, bis das durchgetestet ist. Und dann war es das vom finalen Part des Antestens hier, dieser IT-Support-Beta. Wie gesagt, lasst mir gerne euer Feedback unten in den Kommentaren da. Ihr könnt natürlich auch gerne Feedback dazu dalassen, wie ihr bisher dieses DLC findet, beziehungsweise diese Beta zum DLC. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich auch den Entwicklern dalassen, entweder auf deren Discord-Server oder deren Twitter, damit die das selbst natürlich auch mitbekommen. Ich glaube nicht, dass die meine Kommentare lesen, aber ich freue mich natürlich auch drüber, wenn ihr in den Kommentaren ein bisschen was dazu da lasst, wie es euch gefallen hat in diesem DLC hier. Dann kann ich sehen, wie sehr ihr schon Vorfreude habt auf das richtige DLC dann. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir sehen uns bei einem anderen Video zu PC Building Simulator oder einem anderen Spiel. Lasst mir doch noch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ein Like, wenn es euch heute hier gefallen hat, wie gesagt. Schreibt gerne einen Kommentar und dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann und ciao.